Gut, wir sehen uns hier heute in Eck, in der Lengi-Straße, beim David, um das ganz transparent zu machen. Und ich würde euch gerne ein bisschen erzählen und zeige, wie man in Zentraleuropa mit seinem kleinen Hausgarten, Balkon, Gelände, wo man wo hat, was Schönes machen kann, wie man daraus Nahrungsmittel ziehen kann, Tee ziehen kann, wie man daraus Freude ziehen kann, wie man Medizin haben kann, also einfach wie man nützliches Pflanzen und tierisches, pflanzliches vor allem und tierisches bekommt. Also ich würde euch gerne erstmal ein paar Grundlagen mitgeben, weil man doch bei dem Ansatz, den Permakultur, Agroökologie oder wie man das nennt, gibt verschiedene Namen fürs ungefähr Gleiche, weil man da doch einen ziemlichen Shift macht, diesen Paradigmawechsel, wie man das so schön nennt. Denn Paradigma ist ja eine Grundannahme, oder? Also man ändert seine Grundannahmen. Und zum Beispiel ein krasses Paradigma, das wir im Kopf haben, ist, dass Nahrungsmittel erstellen Arbeit ist. Und das ist so tief in uns verankert, das prägt uns wirklich im Schweiße deines Angesichts, sollst du dein Brot dir verdienen oder so. Ne? Und dann die Frau, die muss dann unter Schmerzen gebären. So richtig krass. Das sind unsere Grundannahmen, wie schön das Leben so ist. Es gibt einen Ort, oder? Da ist Essen einfach so. Ne? Ich beziehe mich da immer gern drauf. Ich bin nicht besonders religiös oder so. Aber in unserem kulturell gesehen wichtigsten Buch, das unsere Kultur am meisten geprägt hat in den letzten Jahrhunderten, da wird gesprochen von so einem Ort. Da ist überall gratis Food, gratis Essen, kann sich bedienen. Vielleicht war die Nachfrage nicht so hoch, das weiß man nicht so recht. Das waren ja nur zwei. Oder? Zwei Leute. Drei, die Lilith, wurde nicht verstoßen. Hat die auch mitgegessen. Okay, und also die zwei und der Mitesser Lilith. Also die waren da in dem Paradies. Eben vielleicht lag es daran, dass die Nachfrage so gering war, dass das Angebot dann ausgereicht hat. Aber auf jeden Fall konnte man da gratis fressen und da war kein Ding von Arbeit und so. Und dann haben die sich doch erdreistet, irgendwie doch Erkenntnis haben zu wollen und so und haben von diesem einen besonderen Baum, was auch immer, diese doofe Geschichte. Und dann kam der liebe Gott und hat gefunden, nee, also ihr seid alle doof, geht doch hier mal weg. Und es wird zwar nicht gesagt, so, aber für mich, wenn ich darüber nachdenke, also wenn quasi das Paradies ist und hier, wo ich jetzt bin, nicht, wo bin ich denn dann? Und wenn ich so drüber nachdenke, also wir sind bestraft vom Gott und sind jetzt hier, dann ist das so eine Art Straflager. Oder also wir sind hier im Straflager vom Gott. Ne? Und mit dem quasi als impliziter philosophischer Grundanlage auf die Welt da draußen zuzugehen und die dann zu gestalten, da kann ja nur Zerstörung dabei rauskommen. Und allein nur das in seinem Kopf zu drehen, macht extremen und macht den wahnsinnigen Unterschied. Also zu merken, okay, vielleicht ist die Welt hier ja gar nicht so böse, vielleicht muss ich ja gar nicht unbedingt arbeiten. Es gibt sogar Gebärmethoden und andere Ernährungsweisen, dass Frauen ohne Schmerzen gebären, zum Beispiel im Stehen, hat mir meine Hebamme erklärt. Man kann nämlich auch so gebären, dann ist es schon einfacher. Und deswegen heißt die Hebamme auch Hebamme, ne, weil das Kind hebt. Hat natürlich auch was mit anderen Sachen zu tun, aber es geht deutlich schmerzfreier. Ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich habe schon mit Menschen gesprochen, die wissen, wie es geht. Ich habe jetzt noch nicht so oft Kinder geboren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Dreh im Kopf. Also quasi nicht mehr aus dem Gedanken rausgehen, oh, ich muss ums Überleben kämpfen, sondern aha, ich lebe an einem Ort, in dem man kann es Fülle geben. Und die will ich haben, diese Fülle. Dann ist ein anderer sehr interessanter Aspekt, wenn man es geschichtlich betrachtet, wie wir Menschen aus dem Paradies verstoßen wurden, oder? Also es ist wahrscheinlich, dass wir in einem Zustand gelebt haben als Menschen, der mit dem Paradies vergleichbar ist. Also Menschen, so wie wir uns das vorstellen, irgendwie 10 Finger, Mama, Papa, Kind, kommuniziert miteinander, geht aufrecht, ist ein soziales Wesen, lebt in Sippen, haben sich gerne, lachen,
Also die Eigenschaften, die uns wirklich menschlich machen, die gibt es seit über 1 Million Jahre. Also quasi das, was wir als Menschheitsgeschichte kennen, diese 10.000 Jahre, ist genau 1%. Oder? Wenn ich hier zum Beispiel, das ist die Menschheitsgeschichte, ich tue das jetzt hier mal die Strecke der Menschheitsgeschichte verdeutlichen. Und ich lege die hier hin. Ich kann jetzt leider nicht allzu viel auf die Kamera da aufpassen. Also da hinten, also am roten Punkt, ne, am roten Punkt war die neolithische Revolution. Von dort an bauen wir Städte und so. Dann hat es irgendwo hier langsam mal angefangen, wahrscheinlich noch weiter da hinten. Also alles, was wir in unserem Kopf haben, ist da vorne und alles, was ich jetzt hier gerade lang gehe an Menschheitsgeschichte, das ist uns gar nicht bewusst. Und wenn wir dann so Dogmas im Kopf haben, von wegen Gewalt oder die Natur des Menschen ist gewalttätig, oder? Dann fängt das genau hier an. Und all der ganze Rest waren wir nicht gewalttätig. Und irgendwie das oben, dieses Pfützelchen, ist das Industriezeitalter. Ein drauf für Selbstverständnis. Also, wir sind eigentlich, was uns Menschen ausmacht, ist, dass wir soziale Wesen sind, dass wir in Sippen leben. Was uns am glücklichsten macht, ist, mit anderen rumzuhängen, oder? Ich meine, wir gehen den ganzen Tag hart arbeiten und am Schluss hauen wir es im Papp raus. Oder? Ich meine, wie viel gibt man für Ausgang aus? Da geht es nicht um den Alkohol. Das kann ich sagen. Und es geht auch nicht um das tolle Ambiente oder so, sondern es geht darum, andere Menschen zu sehen. Genau, und wir sind bedürftige Wesen, wir haben Bedürfnisse. Und eines der wichtigsten Bedürfnisse ist Nahrung. Und in der Natur habe ich hier ein cooles Bild dabei. Ich war da mal im Nationalpark in Madagaskar, also in vielen Nationalparks. Aber in dem einen, da kam mir so ein Affe, so ein Lemur, und der saß da so gemütlich in seinem Urwald. Das war der Hammer, wo ich den gesehen habe. Ich habe jetzt leider nur den Urwald da. Wo ich das gesehen habe mit dem Urwald. Also hier, Urwald, geht's mal rum. Das ist Paradies sozusagen. Dass ihr euch das mal vorstellen könnt. Also wenn man sich einfach überlegt in der Menschheitsgeschichte, okay, von irgendwann an reden die Menschen davon, dass sie vertrieben wurden aus dem Paradies. Das heißt, es muss irgendwo in der kollektiven Erinnerung war ein Zustand, in dem es war, es angenehm zu leben, in dem hatte man Essen und alles. Und dann ist dieser Zustand irgendwie zu Ende gegangen. Jetzt glaube ich nicht an den lieben Gott, der da oben auf der Wolke sitzt mit Blitz und Donner. Das ist irgendwie so eine, wie nennt man denn das? Ja, es ist so eine Märchengeschichte, wie das man den Kindern erzählt, es gibt einen Weihnachtsmann oder so. Oder in Religionen haben wir sowas Ähnliches. Das sind ja auch so Geschichten, um den Menschen irgendwas blau und weiß zu machen. Und irgendjemand macht sich darüber lustig, dass es die meisten Menschen glauben. Ich habe einen Freund, ich muss jetzt noch kurz diesen Ablenker machen. Ich habe einen Freund, ich komme nachher schon noch zum Praktischen. Der hat sich gefragt, ja, warum gibt es denn diese ganzen Mächtigen und diese Verschwörer, wie sie auch genannt werden, und Illuminatis und so. Und meint, ja, die können doch nicht so böse sein, weil Menschen sind ja eigentlich nett. Und er hat gesagt, ja, aber vielleicht ist denen langweilig. So, die haben Macht akkumuliert und dann wurde denen total langweilig. Und jetzt machen sie sich halt einen Spaß draus, alle anderen zu veräppeln. Nette Art, das anzuschauen. Also gut, also es gab dieses Paradies und dann fragt man sich noch, okay, wie kamen wir da jetzt raus? Ich mache es ganz kurz, das ist ja auch in meinen Vorträgen. Also stellt euch vor, irgendwann haben die Menschen, also man sagt, mindestens vor 35.000 Jahren haben wir zu Großhirnrinde entwickelt und angefangen, abstrakt zu denken. Ich glaube, das hat zu tun, dass wir die Hände haben. Mit den Händen manipulieren wir die Umwelt und wir verändern die Umwelt. Und dadurch sind wir nicht mehr automatisch in der Welt drin. Also wenn ich jetzt da drin lebe, als Affe, dann ist das gegebener Zustand. Da werde ich reingeboren und da sterbe ich drin. Und das ist gegebener Zustand. Da mache ich nichts daran. Und wie ich bin, ist auch gegebener Zustand. Ich habe mein Fell, ich habe meine Zunge, ich habe mein Ding, ich hüpfe rum. Sogar mein Verhalten ist fast schon ein gegebener Zustand. Also
Man ändert es nicht groß. Man wacht morgens auf, man ruft die andere Gruppe, aha, alles okay. Dann läuft man so zu seinem gemütlichen Fressplätzchen oder hängt rum miteinander. Ich weiß ja nicht genau, was sie den ganzen Tag machen. Aber es ist gegebener Zustand. Und wenn wir anfangen, die Hände zu benutzen, dann ist es nicht mehr gegebener Zustand, weil wir anfangen, Objekte zu schaffen. Oder? Und wer Objekte schafft, der fängt an, abstrakte Gedanken zu haben im Kopf. Und wer anfängt, abstrakte Gedanken zu haben, der fängt dann nachzudenken. Und wer nachdenkt, der macht, stellt sich irgendwann Fragen und so weiter und so fort. Und was uns Menschen untereinander unterscheidet, aber auch von den Tieren unterscheidet, ist eigentlich das, was im Kopf passiert. Oder im Herz oder im Geist, was auch immer. Und am Anfang hat es dazu geführt, dass wir Schmuck hergestellt haben, Kleidung und so Sachen. Und auch angefangen haben, quasi unsere verlorene natürliche Identität. Also wir haben unsere Identität mehr oder weniger verloren, durch das, dass wir angefangen haben, die Außenwelt zu manipulieren und auch dann uns selber zu manipulieren. Und dann haben wir angefangen, uns künstliche Identitäten zu geben. Also am Anfang war das noch relativ belanglos. Da hat halt einer sich ein bisschen geschmückt und der andere hat das gemacht und so. Und dann hat man angefangen, sich im Kopf ein Bild zu machen. Also davor war einfach die Realität das, was passiert. Oder es gab kein Bild im Kopf, sondern es gab reine Wahrnehmung. Ich glaube, ein Eichhörnchen hat kein Bild im Kopf. Zum Beispiel vom Haselstrauch. Sondern das nimmt den Haselstrauch wahr und fertig. Und läuft weg und der Haselstrauch ist nicht mehr wichtig. Aber wenn es denkt Nüsschen, dann denkt es, ah, da hinten. Aber es ist mehr so ein Ziehen, dass es dann weiß, wo der Haselstrauch steht. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie nachts der Kühlschrank. Ist auch so ein Ziehen. genau. Also so, ich will da nicht gar nicht ins Detail eingehen, ich schmeiß das so als Teile jetzt hier rein. Aber wir Menschen unterscheiden uns und irgendwann haben wir Menschen angefangen, uns so richtig krass zu manifestieren. Und da haben wir angefangen, Steinhaufen, also nicht Keksehaufen, sondern Steinhaufen aufeinander zu stapeln. Ich baue jetzt heute mal irgendwas. Stell dich vor, das ist ganz groß. Der erste archäologische Fund, also der älteste archäologische Fund von der Tempelanlage haben wir in der Türkei. Und dieser Fund datiert vor die Landwirtschaft. Und das ist total entscheidend, weil man hat sich ja immer gefragt, warum hat jetzt die Landwirtschaft angefangen? Und dann argumentieren natürlich die Agrarökonomen in der Universität, ja, das ist ja viel effektiver und viel produktiver und damit gewinnen wir hier voll den Luxus. Ja, diejenigen, wo die Ernte abschöpfen, oben an der Pyramide der Hierarchie. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, durch den Wald zu laufen und zu essen, was man so findet, ist viel angenehmer, als ein Feld bestellen zu müssen, das Hurenfeld zu bewässern, darauf aufzupassen, Ernteausfälle in Kauf zu nehmen, das Zeug zu lagern und, das Korn zu reiben und so. Die ersten rheumatischen Erscheinungen gehen irgendwie zurück auf diese Mehlreibefrauen. Nein, also das Leben ist ja zum Kotzen mit Landwirtschaft. Außer für diejenigen, die oben im Palast sitzen. Aber für die ist es vielleicht auch nicht unbedingt gut. Dann wird es denen auch noch langweilig und sie erfinden die Religion. Aber es ist einfach so, dann wird immer erklärt, ja, das muss in einer Notsituation gewesen sein. Also es kam zu einer klimatischen Veränderung oder so, und dann kam eine Notsituation und dann haben die Menschen die Landwirtschaft erfunden. Aber so genau erklären kann man es nicht. Und das kann man nicht archäologisch nachweisen. Und krass ist aber, dass wir so eine Tempelanlage haben, die vor der Landwirtschaft existiert hat. Und es gibt ein paar Leute, und denen schließe ich mich an, die dann sich überlegen, wenn da jetzt so ein großes Konstrukt ist, so ein großer Steinhaufen, dann können die den ja nicht rumschleppen. Also ist quasi so ein strategischer Nachteil an so einem Steinhaufen, ein strukturelles Problem, dass man den nicht rumschleppen kann, während man noch irgendwie ein Federkleid und irgendwelche tollen Anhänger und einen Talisman und irgendeinen Medizinmann, Zauberstab oder sowas, kann man alles mit sich rumtragen. Also man kann seinen alten Lifestyle beibehalten. Mit dem Ding geht der alte Lifestyle nicht mehr. Aber das muss die Leute irgendwie so fasziniert haben, oder? Das muss die so verrückt gemacht haben, dass halt dann die immer bei dem Steinhaufen rumgehangen sind. Either eine kleine Gruppe, die immer da war von Priestern und dann ständig irgendwelche Pilger oder ein Stamm, der gefunden hat. Uga Uga, wir sind jetzt die Steinhaufenmenschen. Kann auch sein. Auf jeden Fall hat sich eine Kulturform
oder eine Verhaltensweise entwickelt, die Steinhaufen gebaut hat. Und je mehr Menschen um den Steinhaufen rumhocken, desto weniger Nahrungsmittel gibt es um den Steinhaufen. Und je größer die Peripherie wird, in der es keine Nahrungsmittel mehr gibt, deswegen ist das, desto größer ist im Zentrum der Druck, irgendwie anders Nahrungsmittel zu haben. Und in diesem Druck, in diesem Vakuum, ist die Landwirtschaft entstanden, sehr wahrscheinlich. Also das halte ich für eine logische Erklärung. Genau. Und zum Beispiel kann man sagen, also manche sagen, es hat damit auch zu tun, das finde ich auch noch einen guten Aspekt, und zwar die Frauen waren ja die Hauptnährer, also das Jagen, was so Uga Uga und Mann, das ist nicht so wichtig. Pflanzen sammeln, und das haben vor allem die Frauen drauf gehabt wohl. Ich weiß gar nicht, wie sie das beweisen wollen. Vielleicht haben das auch beide gemacht, vielleicht hatten die das Gender-Problem noch gar nicht so. Aber auf jeden Fall, ihr stellt euch vor, ihr sammelt Wildgetreide, dann findet ihr das irgendwie cool, warum auch immer wir Wildgetreide gegessen haben, aber scheinbar haben sie es gemacht. Und dann habt ihr einen Lagerplatz und ein Teil vom Wildgetreide fällt halt runter oder ihr habt da irgendwie einen Abfallhaufen, auf den ihr alles rührt, und da kommt ihr im nächsten Jahr wieder vorbei und da steht dann schön viel Getreide. Und das passiert ein paar Mal, und ich meine, das sind ja Jahrtausende, das ist ja nicht mal ein Nachmittag. Und das kann, also wie wir auf die Idee kamen, Getreide zu kultivieren, das kann gut sein, dass das auf den Müllplätzen entdeckt wurde. Und so kam halt eins zum anderen. Genau. Also Steinhaufen plus die Erkenntnis, dass Pflanzen aus Samen wiederkommen und dass man die absichtlich irgendwo hinschmeißen kann, hat zur Landwirtschaft geführt. Also zur Pflanzenzucht. Davon unabhängig mal noch Tierzucht, das ist eine eigene Story. Wieso ich jetzt das so lange ausführe? Wenn man jetzt einjährig, also wenn man jetzt bewusst Pflanzen propagiert, dann kann man entweder Bäume pflanzen, das dauert aber lange, oder? Oder man kann einjährige Pflanzen benutzen, dann hat man schnell ein Revenue, ein Return of Investment. Also eine Ernte. Ich habe zu viel Sprachen im Hirn. Auf jeden Fall ist das jetzt so, dass einjährige Pflanzen haben eigentlich eine relative Sonderstellung im Ökosystem. Die meisten einjährigen Pflanzen treten nach einer Katastrophe auf. Das sind so Pionierpflanzen. Also nach einem Feuer, Windbruch, Erdrutsch, Überschwemmung, Erdbeben oder wenn sich ein Gebirge neu auftürmt. Ne? Sturmflut. Also wenn irgendwo die Vegetation weggerissen wurde und da liegt offene Erde, dann kommen die einjährigen Pflanzen, die sich über Samen darauf aussiedeln. Und das sind genau die wir zur Ernährung nehmen. Also Mais, die Weizenarten und so, das sind ja alles einjährige Pflanzen. Und dass wir die anbauen können, müssen wir Menschen eine Katastrophe simulieren. Also ein Feld anlegen ist im ökologischen Sinn eigentlich eine Naturkatastrophe zu simulieren. Und das machen wir dann jedes Jahr wieder. Das ist jetzt im kleinen Bereich um so einen Steinhaufen drum noch nicht allzu arg schlimm, weil man ja immer noch die anderen 10 Milliarden Hektar Ökosystem hat auf dem Planet. Aber es geht ja dann weiter, das ist nämlich so, geil, ich mache Keksdidaktik. Normalerweise habe ich immer Steine oder so. Wenn man jetzt so eine Landwirtschafts... Wenn jetzt diese Kultur sich entwickelt und die geht weiter und aha, und das ist ein Erfolgsmodell und dann hat man eine gute Nahrungsbasis und kann sich weiter vermehren und so, dann wächst ja die Population da. Und am Anfang sind die sicher auch noch friedlich und sonst noch was, aber dann, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, kann es sein, dass Sammler vorbeikommen und finden, hey, wo ist denn unser Wald? Da stand doch noch ein Nussbaum, da war eine Mango und da war das und das ist jetzt alles weg und wo ist denn das? Und ja, im Feld, die tolle neue Innovation. Und da gibt es schon ein Konfliktpotenzial, Kain und Abel, wobei das war eigentlich ein Viehzüchter. Aber so der Konflikt zwischen nomadisierenden Stämmen und sesshaften Stämmen ist ja was entsteht. Und was aber auch entsteht, wenn das zu groß wird, dieser Bereich, dann durch die Zerstörung vom Ökosystem gehen die Ökosystemfunktionen zurück. Also die Stoffkreisläufe, die Regenerierung vom Boden, die Wasserkreisläufe. Und dann kann es dazu kommen, dass so ein ganzes System auf einmal scheitert. Also bleibt nur mal ein Sommer der Regen aus. Oder kommt irgendein Pilz oder irgendwie kommen mal eine Horde von fliegenden, wie heißen die, Heuschrecken vorbei oder so.
Und dann ist das Problem, dass diese ganzen Riesenpopulation abhängig ist von diesem, von dieser einen Nahrungsquelle, oder? Und deswegen kam es dazu, dass die wahrscheinlich deswegen, dass die dann gewalttätig wurden, oder? Also aus irgendeinem Grund wurden die Landwirtschafts- und Viehzuchtkulturen gewalttätig. Und jetzt hat man einen lustigen Effekt, also so lustig ist der eigentlich nicht, aber wenn ich jetzt eine gewalttätige Kultur habe und die expandiert eigentlich immer, weil sie über ihre Ressourcenbasis drüber lebt, man sagt doch, exzessiver Ressourcenverbrauch ist der Grund für Krieg. Ne? Und andersrum, wenn wir vom exzessiven Ressourcenverbrauch wegkommen, dann müssen wir auch keinen Krieg mehr machen. Wenn ich jetzt quasi hier eine kriegerische Kultur habe und hier eine friedliche Kultur, oder? Zum Beispiel die Aborigines oder irgendwelche coolen zentraleuropäischen Stämme, die mit Miraculix und so. Und da kommen jetzt die Krieger, da gibt es genau drei oder vier Szenarien. Also die erste Möglichkeit, die rennen weg. Dann werden die Krieger, breiten sich aus, oder? Nächste Möglichkeit wäre, die Krieger gehen dahin und schlachten die ab. Das ist die Lieblingsmethode von den Europäern gewesen, in Nordamerika, oder? Da wurden 400 Nationen allein in Nordamerika ausgerottet. Also wir schlachten die ab und dann ist ja die kriegerische Kultur hat sich wieder ausgebreitet. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sie sich verteidigen, also sie lernen selber Krieg zu machen. Das bedeutet, sie lernen selber ihre Ressourcenbasis zu übernutzen, Waffen herzustellen und so weiter und so fort. Aber in dem Fall hat sich der kriegerische Gang wieder ausgebreitet. Und so ist eigentlich mathematisch gesehen, sobald irgendwo auf dem Planeten eine kriegerische Kultur sich einigermaßen etabliert hat, wird es sich über den ganzen Planet verbreiten, komme was wolle, es ist nur eine Frage der Zeit. Oder? Das heißt, wir hatten vor irgendwo 10.000 Jahren in Mesopotamien die neolithische Revolution, die Landwirtschaft hat angefangen, dann in Asien, gleiches Spiel, am heutigen Lösplateau, da haben sie die Reiskultur, also in Mesopotamien das Getreide, wie wir es kennen, Weizen, Gerste und so. In Asien die Reiskulturen, in Südamerika die Maiskulturen und in Zentralafrika die Hirsekulturen. Und so haben wir an vier verschiedenen Orten die Landwirtschaft entstanden und von vier verschiedenen Zonen ging eigentlich überhaupt erst die Hierarchie und der Krieg los. Getreide hat gewonnen. Jo, da stehen wir heute. Also einfach als Hintergrund, es gab eigentlich mal ein Versorgungssystem auf dem Planet. Das hat uns versorgt und es gab keine Arbeit, keine AHV, keine Suva, keine Werkzeuge, kein Leiden, keine Knechtschaft, keine Sklaverei. Und da haben wir unser Team entwickelt. Genau. Und das Coole mit der Permakultur kam man wieder zurück. So, das war jetzt ein bisschen abstrakt und alles. Jetzt total praktisch. Jetzt geht ihr in euren Garten, ne? Und findet quasi das Endresultat von dieser ökologischen Katastrophe vor und habt im Kopf, ihr müsst ökologische Katastrophe machen. Also wer klassisch gärtnert. Also im Frühjahr umgraben, oder eigentlich im Herbst einmal umgraben, die Bodengare abwarten, im Frühjahr nochmal umgraben oder zumindest gut kräulen, ne? Dann das Saatbeet richten mit dem Rechen und mit dem Hacken und so und die Wege reinziehen und reinsäen. Dann regnet es, die obere Erde verwäscht, da muss man wieder hacken. Dann kommen so blöde Pionierpflanzen und wollen das besiedeln, da muss ich rausreißen, also Unkraut jäten. Ne? Dann kommt die Sonne und weil kein Schutz da ist, trocknet das Ding aus, da muss ich gießen. Dann verwäscht der Oberboden wieder, da muss ich hacken. Also so die ganzen Prozesse, die entstehen dann so. Und wenn man schaut, wie es die Natur macht, in der Natur funktioniert es eigentlich so, wenn ein Baum ein Blatt verliert, fällt das Blatt auf den Boden. Wenn ein Baum einen Ast verliert, fällt der Ast auf den Boden. Wenn ein Baum stirbt, fällt der ganze Baum auf den Boden. Wenn ein Strauch stirbt und so weiter und so fort. Das heißt, in der Natur hat man mal den Prozess, dass Biomasse auf die Erde aufgetragen wird. Und dass Wurzeln, die unten drin sind, im Boden, dass die absterben. Und so ist eigentlich immer eine Versorgung mit Altmaterial, also mit Pflanzenmaterial da. Die ganze Biomasse, die auf die Erde drauf geschmissen wird, schützt die vor Wind, vor Sonne, vor Regen. Also es ist total der krasse Effekt, dass wenn Wasser auf eine offene Krume drauf geht, dass sie dann verwäscht. Das habt ihr sicher mal alle gesehen schon. Oder? Nach jedem Regen sollst du hacken, das steht nur ein Begriff, oder? Was dann passiert, es gibt keinen Gasaustausch mehr. Das ist der größte Zerstörer von Humus in Europa. Lernst du nicht an der Uni wahrscheinlich. Leider. Lernst du auch nicht auf der Bio-Uni. Das ist total blöd.
Aber wenn du den Gasaustausch nach unten unterbrichst, dann wird es anaerob da unten, also sauerstofflos, und die zerstören dann den Humus, oder? Wenn ich jetzt aber Mulch oben drauf habe, dann habe ich immer eine löchrige Oberfläche und ich habe immer Gasaustausch. Ganz wichtiger Effekt. Was passiert noch? Man hat ganz viele Lebewesen, die fressen die Blätter und das Holz, Pilze, Bakterien, kleine Asseln, Springschwänze und vor allem Regenwürmer. Und nehmen wir jetzt nochmal den Regenwurm. Der Regenwurm holt sich oben irgendein Blatt ab, zieht es runter, geht wieder hoch, holt sich irgendwas ab, zieht es runter, macht so einen Kreislauf, zieht Nährstoffe nach unten, gräbt Gänge bis 3 Meter Tiefe, durchlüftet und drainagiert das Ganze. Das macht kein Traktor, geht so tief runter, oder? Ja, oder? Ja, also ich habe einen Traktor noch nie 3 Meter tief. Was dann ein Regenwurm noch macht, er kleidet seine Gänge aus mit seinem eigenen Kot, um sie zu stabilisieren. Also er ist ja ein Tunnelbauer im Prinzip. Er ist ein recht stabiles Material. Und das ist eine perfekte Komposition mit Nährstoffen, mit Humus. Also die ist ein super Dünger sozusagen. Genau. Also der macht das alles und dann irgendwann stirbt der Regenwurm, wird vielleicht gefressen von einem Maulwurf, war das so. Und dann kommt kein neuer Regenwurm mehr in dem sein Gang, oder? Weil jeder Regenwurm macht seinen eigenen Gang, also sein eigenes Gängesystem, sagt man. Ich halte es für relativ realistisch. Und dann ist der leer und dann kann zum Beispiel Wurzeln da durchgehen und die Wurzeln finden die perfekte Pflanzen. Also erstmal eine Röhre, ist schon mal lässig zum Durchwachsen. Oder andere Viecher gehen dann da durch und es ist mit Dünger ausgekleidet. Und so sorgt eigentlich, das ist total krass, also alle Arbeiten, die wir kennen, also Erde düngen, Erde weich machen, Erde bewässern, Erde luftig halten, Erde dies, das, die ganzen Erdarbeiten, Erdbearbeitung, Düngung und so, wird eigentlich erledigt vom Bodenleben, wenn es genügend gefüttert und geschützt wird. Ja, das ist aber eine natürliche Funktion. Das kann man im Garten auch machen, das haben wir hier beim David auch gemacht. Das sieht man jetzt leider nicht richtig. Wir haben einfach, also als erstes haben wir, um es zu starten, Holzhäcksel und Mist und versteht, also alle Biomasse, die wir hatten, in die Erde eingearbeitet. Luftig, dann darf man nicht mehr draufstehen. Das brauchst du dann erstmal Zeit haben. Und dann oben Häcksel draufgelegt. Und da kann man, also wenn man hat, kein Problem, 30, 40, 50 cm Häcksel oben drauflegen. Da muss man ein bisschen warten. Oder? Und das zersetzt sich mit der Zeit. Und dadurch entsteht der super geile Boden. Und dann muss man einfach noch jedes Jahr entweder Häcksel oder einfach alle Ernterückstände drauflegen. Also einfach schauen, dass man immer Biomasse nachfüttert und dass man die Pflanzen, die man erntet, wenn möglich, also Sonnenblumen zum Beispiel, einfach abschneiden, nicht rausreißen auf den Federkohl. Abschneiden, nicht rausreißen, dass die Wurzeln unten drin bleiben. Und damit hat man irgendwie schon 70% vom Business erledigt. Also alles, was wir vorher im Garten hatten, ich habe das so lange ausgeholt, damit ihr alle Arbeit, ich erkenne das als Kind, da kamen die um, Lukas, kann ich mir im Garten helfen? Ich bin zu alt, nee. Umgraben. Okay, bist ja meine Oma. Da muss ich umgraben, jetzt habe ich es geschafft. Dann, oh, guck, hier ist noch der Gräuel. Oh, jetzt muss ich noch gräulen. Oh, komm, jetzt du mir Kartoffeln pflanzen. Und dann nach 3 Wochen kam es irgendwie, hilf mir beim Unkrautjäten. Also ich habe das durchexerziert und ich muss sagen, es ist scheiße. Es ist sogar so scheiße, ich nochmal kurz zurück in die Geschichte, stellt euch vor. Also wir haben es geschafft hier. Hier ist dann zum Beispiel so eine kleine Brandrodung, wo man das mal so sieht. Also in Madagaskar kannst du wunderschön die Geschichte studieren, weil wir dort noch die traditionellen Techniken haben. Wenn man in Südamerika vor so einem riesen Bulldozer steht oder bei uns vor so einem riesen Traktor, dann macht man nicht die Verbindung im Kopf, wobei das technisch gesehen das Gleiche passiert. Aber da in Madagaskar, da hast du zum Beispiel noch einen klassischen Flug, oder? Also Urwald, jetzt müsste ich da noch eine Brandrodung haben. Brandrodung bitte. Also ich zeige das dann gleich. Was ich euch eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich die Erde so nicht bearbeite, also wenn ich mit der alten Technik arbeite, und das machen eben die klassischen auch, also diese ökologische Katastrophe jährlich simuliere, dann wird die Erde hart. Und wenn ich nicht verstehe, dass das eigentlich im Regenwurm seine große Freude ist, die Erde zu bearbeiten, und ich das als Mensch mache, dann ist das voll Pain in the Arse.
weil es ist einfach ein völlig Art und Verhalten. Also da zu stehen, ich meine, ihr habt es vielleicht schon mal erlebt, aber da zu stehen und Erde weich zu klopfen, ist völlig artuntypisch, das entspricht uns nicht. Auf den Baum klettern und Früchte holen ist cool. Das macht Spaß. Oder? Ich meine, wir Bäume klettern ist cool. Wenn man nicht irgendwie, Entschuldigung David, seine Körperform ein bisschen außer dem natürlichen Maß gebracht, wobei du könntest auch noch auf den Baum klettern, oder? Aber ich meine, es gibt Menschen, die sind nicht mehr fähig, auf den Baum zu klettern. Aber Erde weich klopfen ist scheiße. Ne? Und das haben auch schon die frühen Menschen gefunden und dann haben sie gefunden, wie kann ich das vermeiden? Der könnte es ja machen. Oder er, komm, er macht das wieder. Ich mach das, ich bin Priester. Ne? Ich mach was Wichtigeres. Er tut jetzt das Feld bearbeiten und er, gell? Frauen auch nicht, das ist Männerarbeit. Aha. Gleichberechtigung. Und was dann halt passiert, ist ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Also eigentlich auch alle Gesellschaften bis davor zu unserem Beispiel waren egalitär. Das zeichnet eigentlich alle Gesellschaften aus, die nomadisierend sind, die in kleinen Stämmen leben. Die sind im Prinzip egalitär. Da hat man schon unterschiedliche Rollen und so. Aber da findet nicht der eine, er ist jetzt super wichtig und wenn ein Schwein geschlachtet wird, dann isst er alles und die anderen nichts. So diese neue Verhaltensweise, die wir dem Regenwurm quasi abgenommen haben, die hat zur Sklaverei geführt. Da verrückt. Genau, also zum Beispiel hier, Regenwald, ich sehe jetzt gerade, hier seht ihr es in klein, Feuer, dann kommt der Flug. Ah, rumgeben. Regenwald, Flug, dann hier, total krass, habe ich in den Bergen in Madagaskar gefunden. Das ist die historische Abbruchkante des Humuses. Das hat irgendwo in dem Fall im Lösplateau angefangen, ist dann in den Südpazifik gewandert, diese Kultur, ist dann mit den Schiffen nach Madagaskar gekommen vor 1000 Jahren, hat Madagaskar mittlerweile zu 98% abgeholzt und findet sich dort in den Bergen. Das ist die Abbruchkante des Humuses, die Erosion. Mit der haben wir schon mehrere Milliarden Hektar Land zerstört. Also mit dem, also der Regen macht es kaputt, aber wenn wir quasi die Erde entkleiden, dann kann der Starkregen die feine Erde mitnehmen. Das ist die Abbruchkante, seltener Fall, dass man sowas mal entdeckt, die historische Abbruchkante des Humuses. Und dann kommt das dabei raus. Also Paradies und Straflager Gottes. Nur halt, dass es nicht Erzengel Michael war. Oder Gabriel, wer war's? Michael. Wer hat uns rausgekickt? Seid ihr so bibelfest? Ich glaube, es war der Erzengel Michael, der mit dem flammenden Schwert. Wir haben es uns einfach selber kaputt gemacht und wir sind eigentlich immer noch da. Wir können es wieder ganz machen. Also das eine, wenn ihr euren Garten anbaut, guckt euch die Erde an. Macht die Erde wieder lebendig. Das ist total wichtig. Also so richtig wichtig. Nehmt alle Biomasse, die ihr habt und schmeißt die auf die Erde. Ich habe einen Garten gemacht bei einer Kundin, den haben die Leute Steinacker, ich sag mal so schwitzer, die Steinacker, Acker, ist viel Fremdsprache. Da habe ich so viel Holzhäcksel mit Mist und dem allem draufgehauen, im Herbst. Im Frühjahr war das dann schon angerottet. Die ersten Saubohnen, die wir gesteckt haben, die wurden noch weggefressen vom Bodenleben, aber dann Kartoffeln und Mais und Kürbis 3 Monate später sind alle ganz gut gekommen, war okay. Aber richtig gut wurde es dann im Jahr drauf, also 1,5 Jahre nach Ausbringen. Wow, was für eine Erde. Ich konnte mit der Hand rein und ich habe nicht aufgehört, bis ich so tief drin war. Und also das Zeug war ja zusammengeschrumpft. Das heißt, das Bodenleben hat angefangen, den Boden unter dem Mulch zu bearbeiten. Und mit dem Spaten, also ich konnte einen Effekt auf mindestens 1 Meter runter nachweisen. Wo ich gesehen habe, okay, da ist die Biomasse runtergezogen, da ist das bearbeitet. Also die Regenwürmer vermehren sich da drin dann wie Sau. Und dann hat man die ganzen Regenwürmer, die anfangen, die Erde zu bearbeiten. Also die Hacke und der Spaten steht einfach in der Ecke. Und keine Ahnung, wartet drauf, dass man mal einen Baum pflanzt. Aber sonst nichts mehr gemacht damit. Ganz wichtig, Erde, ja. Ich habe mal, als ich
meinem alten Ort einen frischen Garten angelegt habe, habe ich einen Karton ausgelegt. Aha. Und dann Mist, Stroh und so, ja genau, vom Nachbarn gelegt. Ja, voll geil. Dann habe ich ein halbes Jahr gewartet, also ja, über den Winter. Ja. Und dann habe ich habe ich mit der Hacke, also mit der Motorhacker. Mit der Fräse? Ja, genau, mit der Bodenfräse habe ich dann. Warum schön, hast du das gemacht? Schön gefräst, dass ich das durchmischt habe. Ja. Dann habe ich einen schönen Garten gehabt. Ist es so, aber der Garten ist dann gleich wieder kaputt. Ja. Was würdest du empfehlen, wenn ich das jetzt zum Beispiel den Bauern frage, ob ich da auf einen Teil. Also das gleiche wieder machen? Ja, genau. Das gleiche wieder machen? Würdest du wieder Karton zum Beispiel aufnehmen? Oder muss nicht unbedingt. Ja. Du brauchst den Karton nicht unbedingt. Was wäre so das perfekte Zeug, das du da drauf machen würdest? Holzhäcksel. Holzhäcksel mit Mist. Also das Beste, was es gibt, ist Holzhäcksel. Und zwar, jetzt werden wir ein bisschen ins Detail, kein Stammholzhäcksel, sondern Astholzhäcksel. Und Astholzhäcksel von Laubgehölzen ist das Beste. Zweitbestes Astholzhäcksel von Koniferen, also Nadelgehölzen. Und das drittbeste ist Stammholzhäcksel. Da muss man dann aber andere Biomasse dazu bringen. Bei Astholzhäcksel hast du durch die Blätter und die Rinde und das Holz eine perfekte Mischung. Da brauchst du eigentlich gar nichts anderes dazu machen. Wenn du noch Mist dazu machst, hast du noch einen besseren Stickstoffgehalt drin. Und was für Mist? Das ist völlig gleich. Kannst du den eigenen nehmen, kannst du den. Muss halt ein bisschen sammeln. Ja. Man macht ja nicht so viel jeden Tag, aber nach einem Jahr ist dann doch ein rechter Haufen. Aber siehst du das problematisch? Ich habe damals zuerst gezweifelt, ob ich den Mist vom Bauern, also das war von Kuhmilchhaltung. Ja. Ich habe gedacht, ja, weil dann ist das nicht Bio oder so, aber. Dann habe ich auch gesagt, das ist wahrscheinlich schon okay. Ja, also es ist jetzt die Frage, wie spirituell du bist, aber vielleicht spürst du ja. Aber nachweisbar chemisch ist in relativ kurzer Zeit nicht mehr, weil es zersetzt wird vom Bodenleben. Es gibt gewisse Stoffe, die sind ein bisschen schwieriger abzubauen und so. Aber also gerade biologische Verseuchung, da in einem guten Kompost, da geht alles drauf. Also auch Milzbrand zum Beispiel haben so Tests gemacht, so also Krankheitserreger. Antibiotika. Ist ja auch organisch. Okay, gut. Also, wenn du einen gutes, durchlüfteten Boden hast und das so richtig aktiv ist, setzt das eigentlich alles um. Also es würde mich wundern, wenn nicht, vielleicht hält es ein bisschen länger, aber. Also ein Antibiotika ist ja im Prinzip ein Stoff, was von Pilzen hergestellt wird, auch in der Natur. Also das ist ein komischer Begriff, es ist ein Pilzgift oder ein Bakteriengift. Antibiotika ist so random, das Wort ist so bescheuert, Gegenleben. Ja, es sagt auch nichts über seine Funktion. Oder eigentlich ist es ein Pilzgift gegen Bakterien. Und andersrum hätte man Fungizid, das wirkt andersrum, weil Pilze und Bakterien, die tun sich immer gegenseitig so ein bisschen balancieren, um das mal nett zu sagen. Und da verwenden die viele chemische Kampfstoffe und die haben wir für uns entdeckt und benutzen sie in der Medizin. Nein, also ich würde das Zeug nicht essen direkt. Ich würde es mir auch nicht gerade unter meinen Salat hauen. Aber spätestens nach einer Vorkompostierung gar kein Problem mehr. Ich bin da nicht so heikel, ehrlich gesagt. Weil ich weiß einfach, das Bodenleben hat so einen krassen Stoffwechsel und so eine krasse Umsetzungsfähigkeit. Schwieriger ist im Wasser zum Beispiel. Also, wo die ganzen Stoffe wirklich Probleme machen, ist, wenn sie in die Wasserkreisläufe gehen. Weil ich da oftmals ja auch eine deutlich geringere biologische Aktivität habe. Also, wenn ich jetzt. Ich mache lieber das Pipi in den Garten, als Pipi in die Toilette. Oder na, ihr wisst schon, das harte Zeug. Je nach Gesundheitszustand. Weil es ist so, im Boden oder im Kompost kann super umgesetzt werden, aber wenn ich das ins Trinkwasser mache, und das machen wir ja alle, also es gibt kaum einen, der nicht ins Trinkwasser seinen Unrat tut, dann geht es in die Wasserkreisläufe und das ist wirklich dumm. Weil dann trinkt nämlich Köln die Pille von der Zürcherin.
Ja, und damit merkt man auch schon, zivilisiert und barbarisch hat genau die gegenteilige Bedeutung von dem, was wir hier zusprechen. Ja, weil barbarisch wird ja hier leben. Die Barbaren war, glaube ich, ein Volksstamm. Oder das ist ja so, wenn die kriegerische Kultur kommt, die zerstört ja nicht nur die Menschen. Oftmals übernimmt sie ja sogar das Humankapital. Ich sage das jetzt mal so hart. Tut einfach nur den Gedanken, also die Köpfe umprogrammieren. Nein, also wirklich, gib dem Boden Futter, 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 Futter. Stell dich zum Beispiel vor, auf einem Hektar Land können 20 Tonnen Regenwürmer leben. Das ist genau 20 mal so viel, wie dass du Großvieheinheiten draufstellen darfst. Also du musst da gut 20, 25, 30 Kühe auf einem Hektar ernähren, wenn du in Regenwürmern denkst. Und das sind nur die Regenwürmer, nur nicht die Pilze, nicht die Springschwänze, nicht die Kellerasseln, nicht die Bakterien. Also auf einem gesunden Boden ist natürlich auch diese biologische Aktivität dann am Start. Also das entspricht 2 Kilo Regenwürmern pro Quadratmeter. Ja. Und wie kannst du es machen, wenn es jetzt relativ in steile Hand ist und es ist eher ein Härte, vermutlich ist ja viel Bauschutt drin. Ja, das nennen wir auch Urbanite. Urbanite. Ja, eigentlich das Gleiche. Gleiche, einfach richtig dick aufmulchen und fertig. Du kannst es ein bisschen einbringen, ja, aber einmulchen. Und dann, wenn du die zur Hangsicherung kannst, entweder Pflanzen nehmen, also einen Bodendecker, irgendwas reinmachen. Also ich würde jetzt nicht ein Gemüsebeet hinbauen, weil du da ständig ja die Erde umschmeißt. Muss Gemüsebeete nicht ganz abschreiben. Man kann es schon noch in seinem System haben. Ich finde es auch cool, Blumenkohl noch zu haben. Obwohl sowas von unnatürlich ist. Aber Blumenkohl schmeckt halt einfach lässig. Ja. Auch Melonen oder was weiß ich was. Oder Rosenkohl ist ja alles cool. Aber jetzt an so einer Schräge würde ich mit vieljährigen arbeiten. Hauptsächlich. Vieljährigen Pflanzen. Also Stauden und vieljährigen Gewächsen. Kleine Büschen. Vielleicht ein paar Bäume zwischenrein. Genau. Also du kannst unten als Bodendecker könntest so Pfefferminze, Erdbeeren, was kommt noch gut bei uns? Komfrei ist noch weit unten. Im Tropischen hätten wir Süßkartoffeln, die gehen hier über den Sommer auch noch ganz gut. Sind zwar nur einjährig dann, aber sind auch ein lässiger Bodendecker. Aber gerade mit Erdbeeren, ich habe da eine Erdbeersorte, die ist so cool. Da steckst du 10 so Erdbeeren rein, nach 2 Jahren ist einfach dicht. Einfach dicht, dicht. Keine Ahnung, die habe ich mal einer Kundin aus der Wiese rausgestochen. Da sind die in der Wiese, haben die sich durchgesetzt. Und gedacht, wenn sich eine Erdbeere in der Wiese durchsetzt, dann ist die ziemlich tough. Und deswegen ist sie dann auch, wenn du die allein auf den Standort haust, die überwächst sich selber an fast und macht so mittelgroße und ganz okay Erdbeeren. Ja. Nicht so wie so eine Zuchterdbeere, die groß wird und guten Ertrag. So der Ertrag ist so mittelmäßig. Aber ist cool, um einfach irgendeine Fläche mal da bedeckt zu haben. Und dann kannst du noch durchlaufen an Erdbeeren. Und zur Pflege einmal im Jahr mit der Sense oder mit dem Rasenmäher drüber. Und dann kann ich auch noch so stufenweise vorgehen. Also wenn wir jetzt, also wir haben das Thema Boden erledigt, also sowas machen wir nicht mehr. Und dann gehen wir jetzt zum guten Boden, den haben wir. Ganz wichtig ist einfach immer Sauerstoff. Das Bodenleben muss Luft haben und muss Fressen haben. Und das immer. Und wenn das gewährleistet ist, ist schon okay. Man kann dann noch in die Details reinstudieren. Tolles Buch heißt Die Geheimnisse der fruchtbaren Böden. Ihr könnt euch auch olv-verlag.de, organischer Landbauverlag. Die haben total viele coole Bücher. OLV? Verlag. olv-verlag.de ist, glaube ich, die E-Mail-Adresse, die Website. Der fruchtbaren Böden. Und da gibt es ein anderes Buch noch, dann haben wir es schon vollständig, diese kleine Bücherliste. Das heißt Gärtnern im Biotop mit Mensch. Ein bisschen ein hakliger Name, aber Gärtnern im Biotop mit Mensch. Ihr findet das beides eigentlich auch unter tani.ch/links, findet man die ganze Sache. Ethem,
Also ihr habt jetzt den Boden gut, ne? Dann geht es um die Bepflanzung. Wie lange haben wir Zeit? Bis 11:30 haben wir gesagt. Gell? Dann geht es um die Bepflanzung. Das sehen wir dann auch gleich nochmal draußen beim David. Können wir das da nochmal schön angucken. Das könnt ihr euch vorstellen, wieder wie ein Wald, wenn ihr in den Wald geht. Wobei hier gibt es nur Plantagen, ist noch ein bisschen schwierig. Vielleicht wenn ihr mal in so einen Auenwald geht. Das kennt ihr vielleicht noch, so Auenwald, wo so alles durcheinander wächst. Das ist im Prinzip euer Role Model. Und nee, ich habe jetzt nichts da. Also ich muss das jetzt einfach so machen. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie große Bäume, oder? Das sei jetzt halt bei uns Nussbaum, Kastanienbaum, auch Akarie, vielleicht irgendwas Waldbaumiges, wobei das würde ich nicht im Garten haben. Aber wirklich große, je nach Gartengröße kann man recht große Bäume reinstellen. Zwetschge wird auch noch schön groß, Apfel kann auch noch sehr schön groß werden, Hochstammbäume. Also, genau. Die brauchen viel Platz. Dann kann man zwischen die kleinere Bäume stellen, die die Lichtverhältnisse ausnutzen. Und wenn man die großen Bäume mit genügend Abstand macht, dann geht doch Licht zwischen rein. Dann kann man da kleinere Sachen reinstellen, wie Niederstammbäume oder kleiner gehaltene Fruchtbäume. Aprikose, Pfirsich, Apfel, Mirabelle, Zwetschge, Birne, Maulbeere. Pfirsich haben wir schon. Kiwi, was gibt's alles noch? Kennst du jemanden, der Pfirsich hatte, hier in dieser Region? Ja, warte mal. Also in Kundengärten, ich sehe mehr Aprikosen, muss ich zugeben. Aprikosen habe ich auch noch. Es kann sein, dass Aprikosen noch ein bisschen lässiger sind. Es gibt zum Beispiel eine Sorte, Weinbergpfirsich oder so heißt der. Der ist sogar sortenecht aus dem Stein bei uns. Der ist, glaube ich, der verträgt recht viel. Und dann kannst du Nischen nutzen. Also jetzt für die Pflanzen, es gibt ein cooles Buch, Paradise Lot. Ist auf Englisch, wer Englisch spricht. Und zwar, man kann seinen Garten beobachten über Zeit und schauen, wie sind die Lichtverhältnisse, wie sind die Wärmeverhältnisse. Weil bei uns eigentlich in unserer Klimazone sind die zwei beschränkenden Faktoren Licht und Wärme. Also man kann super am Boden, an der Bodenqualität rummanipulieren. Wir haben absolut keinen Mineralmangel hier. Wasser haben wir ja ohne Ende. Also von denen Nährstoffe und Wasserverfügbarkeit total gut, oder? Was wir auf jeden Fall mal haben, ist Platzmangel, weil wir so dicht besiedelt leben und jeder Quadratmeter irgendwie 500 Franken kostet. Das ist sehr beschränkend, darauf muss man optimieren und achten. Also wie gesagt, Boden schmeißt drauf und das soll dich nicht limitieren. Platzmangel und dann ist einfach Licht und Wärme. Weil einerseits relativ kühl und andererseits das Licht, das ist einfach, ja. Und das kann man auch ein bisschen optimieren, indem dass man quasi die Beschattung optimiert. Zum Beispiel zum Nachbarn mal heimlich rübergeht und dem seinen großen Baum absägt, damit man mehr Licht reinbekommt oder dieses große Mehrfamilienhaus vor der Nase wegbombt. Das ist immer eine gute Strategie. Und wer es nicht ganz so invasiv haben möchte, der kann zumindest auf seinem Land halt quasi auf die Nordseite das Hohe stellen und dann so progressiv nach unten die kleinen Sachen stellen, vom Prinzip her. Und auch so ein bisschen so eine U-Form kann man sich vorstellen Richtung Süden, weil dann ist man noch windgeschützt. Da sind wir schon bei der Wärme. Man kann die Wärme optimieren, einerseits durch Wärme halten, durch Windhecken und so, aber und auch durch Wärme speichern. Also wenn man zum Beispiel einen Teich hat und oder Steine im Garten, dann speichert es Wärme. Also einerseits schauen, dass einem die Wärme nicht weggeblasen wird, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite schauen, dass man Elemente hat, die Wärme halten. Ebenso, was weiß ich, mit Südexposition einen schönen Stein, also so Steinmäuerchen bauen, die werden dann den Tag über angestrahlt, geben nachts die Wärme ab. Wenn dann der Wind nicht durchpustet, kann das durchaus mal 2, 3, 4 Grad machen. Genau, und das ist dann schon noch recht entscheidend auf das Ausreifen von gewissen Sachen. Es gibt die sogenannte Jahreswärmesumme, also einfach alle, von Frost bis Frost, alle, wie war denn das, Durchschnitts,
Tageswärme aufeinander addiert, irgendwie so geht diese Rechnung. Und wenn die über 1000 ist, dann kann man Wein anbauen. So. Und halt, es kommt ein Pfirsich oder so, du brauchst eine gewisse Temperatur über eine gewisse Zeit und dann kannst du eine gewisse Frucht ernten. Also ein Pfirsich mag dir zum Beispiel noch nicht sterben in deinem Garten, aber er wird vielleicht nicht reif. Oder eine Banane kommt zwar schön und du hast dann die Dinger da dran, aber sie wird nicht reif. So. Also so gibt es halt gewisse Faktoren, die bestimmen, welche Pflanzen wachsen und welche nicht. Jetzt könnt ihr aber, ich kann nochmal einen Stift zücken, die Sachen, die definitiv kommen, die definitiv in euren Garten braucht. Auch auf 1000 Metern ist definitiv Pflaume, Mirabelle, Zwetschge, alles was zu Pflaumensachen sind. Definitiv Pflaume, das ist, also die habe ich erlebt bis mitten in die Wüste und bis nach Sibirien rein im Prinzip. In den Tropen, in den Bergen, direkt am Strand. Also alles was Zwetschge sonst ist. Dann bei uns noch ziemlich gut Apfel. Und jetzt kommt für dich mit, wer, du warst der Schatten. Du warst der Schatten. Du hast das Schattenland. Ja. Indianerbanane, Pawpaw. Ja, die habe ich so angekauft jetzt, aber ich habe noch nicht angezogen. Wie heißt das? Ja. Also, ich hatte ein bisschen Skrupel, weil es so exotisches Zeug ist. Aber ich also isst du Kürbis und Tomaten und wo ist denn das Problem? Ja, nein, aber ich denke immer so, wenn du auf den Garten anleihst und danach bist du da irgendwie in Zürich, dann denkst du vielleicht nicht an Indianerbanane. Also es ist ein nördliches Klima, ein Mammutbaum. Ich meine, lauf mal rum. Ja, ja, ist klar. Ich schaue aus Nordamerika. Ja, aber das ist glaube ich gut. Und jetzt noch das Argument für diese ganze Exote. Als erstes mal, wir fangen, hören dann auf, wenn wir Exote hier anbauen, unsere Bedürfnisse nach exotische Früchte woanders zu befriedigen, oder? Das heißt, die ganze Transportkette und alles fängt weg. Das ist sicher mal wichtig. Und bei uns heißt Naturschutz vor allem das Maisfeld verkleinern. Weil der Hauptkonkurrent von der Natur ist das Maisfeld. Oder? Oder die Landwirtschaft. Und je mehr du in deinem Garten machen kannst, je weniger du dem Bauer sein Feld da draußen brauchst, desto mehr potenzielle Fläche gibt es wieder für die Natur. Also der Gedanke, dass ich in meinem Vorgarten die Natur schützen muss, ist zwar liebenswert, aber das eigentliche Problem greift es nicht an. Und eben, also ist es so, dass man eher eigentlich Fläche würde eher ein bisschen intensivieren bezüglich Pflanzabstände eher ein bisschen innehalten, dass man es jetzt im Lehrbuch würde nicht unbedingt. Ja und nein. Also ich würde es nicht hohe Bäume total nebeneinander zwetschgen. Aber ich würde nicht anfangen, also wie in der Obstanlage, das ist eine komplette Verschwendung. Das ist schon eine Verdichtung eigentlich. Ja, aber durch verschiedene Levels. Im Prinzip tust du 100% bepflanzen, durch null Pflanzabstand. Die wachsen alle ineinander. Wie in der Natur. Und zeitversetzt. Ineinander. Oder? Auch das, also als eines, du kannst Raum und Zeit kombinieren. Also ein einfaches Beispiel, jetzt im Frühjahr, noch keine Blätter, aber es kommen unter Schneeglöckle, Bärlauch und so weiter und so fort. Die nutze die Nische in der Zeit, bis oben die Bäume Blätter haben. Oder? Da kriegen die das Sonnenlicht. Weil wo es eigentlich darum geht, ist Photosynthese. Also Wärme und Sonnenlicht. Das macht Photosyntheseproduktivität. Und dann Ausreife von Früchten ist noch so ein bisschen eine Sondersache. Und ja, ich meine, je nachdem, auch ein Blätterdach lässt ja noch Licht durch. Also unter einem Obstbaum wächst ja gewisse Sachen immer noch und teilweise besser. Also Beinwelt zum Beispiel ist so eine Multipflanze. Ja, total geil. Schmeckt roh, gekocht ist ein bisschen komisch, das ist schleimig, wie ich sag's jetzt nicht. Ja. Aber es gibt verschiedene Sachen, die sind recht schattenverträglich. Auch gewisse Beeressachen kannst du im Schatten oder Halbschatten pflanzen. Und eben, wie braucht es nicht unbedingt Menschen zu setzen? Irgendwelche. Es gibt ja bei uns eben, ich bin halt ein total falscher Fan. Ich liebe einfach, ich kann nichts für. Einfach von Bäumen her, mir gefällt es einfach. Ja, gut. Aber grundsätzlich braucht es nicht unbedingt in dem System, in den Stickstoff einträgen, also auf die Stickstoff neu bringen. Oder findest du es mehr Versuch wert, dass wir jetzt mal nicht mehr machen? Jo, also sonst hast du noch das Sanddorn, ja. Erle wäre was Heimisches. Aber das ist, also Erle stellst du jetzt nicht gerade in der Garde, weil das ist Platzverschwendung. Eben, du, dein Garde soll möglichst produktiv sein. Schmeiß alles raus, was da nicht reingehört. Also Waldbaum ist zwar wunderhübsch, aber ist eigentlich, nein, da gehört er nicht hin. Oder der gehört in der Wald. Oder höchstens noch auf der Friedhof.
Warte, ich meine von der Tote nebendran. Es wäre noch lustig, essbare Friedhöfe zu machen. Aber, ich gehe häufig Ernte auf der Friedhöfe, weil dort wird relativ, also die Eibe zum Beispiel, tolle Sache, finde ich immer auf der Friedhöfe. Ja, also bei der Pflanze, aber was krass ist, es gibt so ultimate a lot. Es gibt so viele verschiedene Pflanzen. Ich habe mal Zahl gelesen, 20.000 verschiedene Pflanzen, die nutzbar sind für unsere Klimazone. Da musst du dann Bücher wälzen. Also es gibt, Eric Toomsmayer heißt der, glaube ich, der Paradise Lot auch mitgeschrieben hat. Der hat zwei, das sind glaube ich die, ich habe sie noch nie in der Hand gehabt, aber das sind wohl die zwei besten Bücher über essbare, also perennial vegetable, vieljährige Gemüse. Also das ist sozusagen, du hast als erstes die Krautschicht, das ist Gemüse. Dann Kraut- und Strauchschicht. Das kriegst du vom Eric Toomsmayer super und auf der Website pfaf.org, Plants for Future, ist auch eine super Datenbank in Sache Pflanze. Pfaff wie Pfeife, nur Pfaff. Hat einen Busfahrer aus London gefunden, der möchte nicht mehr Busfahrer sein. Und wurde dann zum absoluten Pflanzenspezi. Habt ihr mal besucht, also dem sein Garten ist so geil. Da steht einfach alles, das ganze Grünzeug, das kannst du schon mal essen. Und das ist nur das Grünzeug unter den Bäumen. Der hat, Sandhorn kennt ihr, oder? Der hat Bäume, nicht drauf, Baum. So groß wie so eine Saalweide, also, oder wie eine Trauerweide, bam. Und einfach alles orange. Er hat mal neben seinem Gartenhäusling die zwei, drei Kiwis in die Erde gesteckt, die wachsen sein Gartenhäuschen zu. Also quasi null Aufwand von wegen Pflege oder sonst was. Wo ich da war, war der Erntetag. Wir haben irgendwie, also vier so Stapel mit Harras gefüllt. 1, 2, 3, 4 mit Kiwis. Seine Initialinvestition war vielleicht 5 Pfund. Und das hat er jedes Jahr. Also crazy. Also da kriegt er gute Infos über Pflanze. deaflora.de ist sehr inspirierend. DEA und dann Flora. deaflora.de. Sehr inspirierend. Was Pflanzen angeht. Gute Saatgut gibt es bei, ich springe ein bisschen hin und her, einfach was mein Hirn mir gerade erzählt. Gute Saatgut gibt es bei sativa.ch, bei bingenheimersaatgut.de und bei der Arche Noah. Ah, und bei hier Pro Spezirara in der Schweiz. Zollinger? Ja. Wichtig ist eigentlich immer, dass ihr Bio ist, muss nicht unbedingt ein Label haben, aber das ist, wie nennt man denn das? Sortenfeste Samen sind, die man wieder nachbauen kann. Einfach keine Hybride. Ja, und das haben die alle. Vielleicht irgendeine Ausnahme, aber eigentlich nicht. Nee. Sativa, Zollinger, Bingenheimer, die haben das alle nicht. Was zum Beispiel sehr cool ist, die Pro Spezirara, so wegen Pflanzen. Die Pro Spezirara bietet an, dass wenn man einen Bärengarten hat und selber Vermehrer wird, dann liefern die, also geben die einem gratis die Pflanzen durch ein Netzwerk. Also wenn man jetzt findet, man hat ein Mini-Budget, aber wer bereit, einen kleinen öffentlichen, also Public Service zu machen, dann kriegt man von denen die Pflanzen, ist dann aber auch verpflichtet, wenn man, also die ein bisschen weiter zu vermehren. Und wenn dann mal jemand pflanzen will, dann gibt man die wieder weiter. Ist eine Art, an Pflanzen zu kommen. Also der Pro Spezirara, super Sortenkatalog und so. Genau. Was haben wir noch? Vielleicht zu den Pflanzen, zum so Beeren. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr wollt ja irgendwie nach 6 Wochen schon eine Ernte. Aber ihr wollt nach 30 Jahren auch eine Ernte. Also wir bauen ein System, wir planen über Zeit, also nicht nur jetzt von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, sondern über 100 Jahre. Ich habe jetzt zum Beispiel in Portugal auf dem Land, wo ich da anfange, habe ich jetzt eine Palmart, die ich versuche zu keimen. Und wie ich jetzt zu meinem großen Glück festgestellt habe, die machen so Kokosnüsse. Zu groß. Die tragen dann nach 60 Jahren, wenn ich dann 90 bin. Eppa! Aber anyway, ihr seht schon ein langfristiges Projekt.
Aber man fängt an mit Radieschen und Salat und noch vorher Kresse. Am erstes, also das schnellste Gemüse sind Sprossen, 3 Tage. Dann hat man Keimlinge, irgendwie Mungbohnen, Sprossen, nach 3 Tagen hast du Gemüse. Kresse, der erste Schnitt irgendwie nach einer Woche oder so. Und dann, was man nicht häufig erwähnt, Kresse kann man in allen Altersstufen essen. Das heißt, ihr könnt Kresse säen, dann habt ihr sofort grünen Bewuchs. Und dann könnt ihr da irgendwie mal 80-90% rausschneiden für einen Salat. Den Rest lasst ihr stehen, dann wächst das Zeug weiter. Und man kann das immer essen und die Blüte kann man auch essen. Und dann kann man es wieder versamen lassen. Also Kresse total dankbar. Die ganzen Einjährigen kann man vor allem in den ersten 5 Jahren benutzen. Von einem System. Also die erste Zeit ist man vor allem happy mit den Einjährigen. Also alles, was Gemüse, ich meine, von Haferwurzel über Kresse, Rucola, ganz toll, ist eigentlich vieljährig oder versamt sich selber. Also da könnte ich jetzt gar nicht alles aufzählen, da gibt es ja so viele Gemüsesachen. Noch irgendein Highlight, was ist noch sehr cool? Yacon, das schauen wir nachher noch an. Cooles Highlight. Yacon, Y-A-K-O-N. Total cool. Auch relativ leicht zu vermehren. Topinambur sollte man auf jeden Fall im System haben. Wenn man übrigens nichts macht, wächst er sich scheinbar zu Tode. Wenn man ihn mäht, dann regt das ihn zum Wachsen an. Ja, eine Frage zu, das ist ein bisschen, je nachdem, wo man ist, also, da viele Schnecken und so. Ist Schnecken? Das ist mit Zeit, Ja, es wird sich mit der Zeit reduzieren, weil die Schnecken nicht mehr so viel ihrer Erdverbauungsarbeit nachgehen müssen in einem gestörten Ökosystem. Wenn du viele Nischen hast, also... Ist das Erdverbauungsarbeit? Ja, Schnecken mit ihrem Schleim tun Erde wieder. Das ist eine Sache, die man beobachtet hat, dass sie vor allem auftreten, wenn du eine offene Erde hast, dann sind die da besonders aktiv. Was natürlich auch ist, wir haben die Balance auseinandergebracht. Das haben wir sehr oft das Problem hier. Die Schnecke hat ja krass wie Gegenspieler. Also Laufkäfer zum Beispiel, Kröten, Blindschleichen. Früher gab es Rabenvögel, die Schnecken gefressen haben. Die sind quasi nicht mehr existent. Ich weiß nicht mehr genau, es waren nicht Dohlen, aber so Rabenartige. Die haben Schnecken gefressen, die fanden das lässig. Igel, genau. Die wir überall schützen müssen, weil die werden so, liegen so oft überfahren rum. Findet ihr das nicht auch cool? Wir spenden alle für den Igel, wobei es eine der häufigsten Arten ist. Ja. Die werden wir sicher nicht ausrotten. Aber sie sind ja so süß hier. Ja, bei Schnecke ist vor allem, dass dein Ökosystem in der Balance kommen muss. Das heißt, es gibt dem Garten auch in der Permakultur, tun wir immer einen gewissen Teil für Zone 5 nehmen, sobald wir da irgendwie Möglichkeit haben. Ein Asthaufen, und beim David haben wir letztes Jahr geile große Asthaufen gemacht. Eine Hecke, eine Ecke für sich und sonst auch was, Versteckmöglichkeiten. Ein Riesenproblem sind Katzen. Ne? Ganz viel Blindschleichen und Reptilienzeugs und so können sich nicht verstecken vor Katzen, weil das ist alles offenes Terrain. Stellt euch mal vor, ihr seid so eine Blindschleiche und es ist alles offenes Terrain. Einerseits sind so offene Gärten blöd, weil man als Betrunkener nirgends mehr in die Ecke pinkeln kann. Und blöd ist auch für die Katzen. Also für die Katzen ist es gut, weil sie gut jagen können. Aber für alles, was so Kleinviech ist, ist nicht gut. Und wir haben eine übelst Überpopulation von Katzen. Und die werden auch noch zugefüttert. Das hat man eigentlich alle, ich sage das jetzt nicht, zu Katzenfutter machen. Aus ökologischer Sicht. Ne? Und dem kann man aber ein bisschen gegensteuern, indem man viele Versteckmöglichkeiten macht, weil dann muss das Viech halt nur von einer Versteckmöglichkeit zur nächsten hüpfen und wenn man davon viel im Garten hat, dann kriegt man wieder eine höhere Population. Insekten unterstützen und so. Und jetzt hat aber mit den Schnecken eine schnelle Lösung, die habe ich von einem Permakulturlehrer, das war relativ witzig. Der wollte Salat pflanzen, also so kleine, mickrige Salatpflänzchen, wie wir die so haben und kennen. Und dass der arme Salat nicht weggefressen wird. Was liegt denn da drunter?
Und dass der arme Salat nicht weggefressen wird, hat er sich gedacht, ja gut, dann sähe ich um meinen Salat einfach Salat drumherum. Hat sich eine Saatmischung gemacht aus schnell keimenden und verschiedenen Sachen. Kresse, Pflücksalat, Green in the Snow, also verschiedene Asiasalate. Hat eine richtig coole Saatmischung gemacht, hat die um seinen Salat drumherum gesät. Und sein Gedanke war folgender, wenn jetzt hier mein Salat ist, und die Schnecke potenziell von hier kommt, oder? Und dann hier alles voll mit Salat steht, dann muss die Schnecke sich 50 cm durch den Salat fressen, um beim Salat anzukommen, ist bis dahin satt. Ne? Das war so der Gedanke. Und dann hat er irgendwann so seinen Salat geerntet, aber die Schnecken haben den ganzen Rest gar nicht gefressen gehabt. Da war noch total viel übrig. Und er hat sich irgendwie gedacht, warum pflanze ich Salat? Oder? Und also total guter Trick, bei jeglicher Form von übermäßigem Fraßfeind ist übermäßiger Besatz. Total einfache Lösung. Also nicht finden, ich mache jetzt hier überall kahle Wüste, ne, und mache dann da einzeln rein, prädestiniert meine Pflänzlein, die alle auch noch künstlich angezogen sind und eigentlich total schwach. Sondern ich sähe einfach im Frühjahr, Kürbis zum Beispiel, geht hin, esst euren Kürbis, hebt alle Kerne auf, habt so einen riesen Sack mit Kerne, steckt die alle in die Erde. Wenn 10% davon durchkommen, habt ihr schon riesen ganz viele neue Kürbisse. So macht es auch die Natur, die schmeißt nur so um sich, macht totale Abundance und dann, wenn die Schnecken dann die Hälfte wegfressen, sagst du, oh cool, ihr habt mir beim Pickieren geholfen. Wenn du jetzt trotzdem irgendwas Wertvolles oder sonst noch was hast, Schneckenkraken sind zum Beispiel ziemlich gut. Ja, dann diese klassischen Dinge, aber mehr oder weniger, du denkst immer von der einfachsten Strategie zu der schwierigsten. Also für die allgemeinen Bedürfnisse benutzt einfach die einfachsten Möglichkeiten. Also beim Salat zum Beispiel, du gar keinen Salat mehr anbauen, sondern Gewildkräuter sammeln. Ja, Grünzeugs kannst du finden, immer um die, gibt's ein cooles YouTube-Video von David. Aber ey, wir müssen es mal noch verbessern mit irgendwie Bildern einblenden und so, weil ich das ist voll. Ich höre zwar immer die Namen, aber das sehe ich gar nicht, worum es geht. Genau, das ist bei Schnecken noch eine gute Strategie und wer mehr Platz hat, Hühner, aber das haben wir hier nicht im Raum, mehr Platz. Hühner oder Enten oder so. Aber in einem Hof, in einer Hofsituation, würde man das einfach dann mit Fraß feinden, dass man selber quasi die Schnecken erntet. Da macht man aus Schnecken einfach Eier. Ja. Genau. Also das ist wirklich auch Lernsache und wirklich stuff your garden full with stuff. Und schau, welcher Standort ist wie, denk drüber nach, okay, hier ist mehr Sonne, hier ist mehr Schattig, so kann ich es optimal kombinieren. Das ist dann nur noch eine reine Freude. Also sobald ihr mal die Anlage stehen habt, das Ganze mit Pflanzen und reinstopfen, das ist dann eigentlich nur noch eine große Freude. Ganz wichtig, alles, was auf lange Frist kommt, nehmt gutes Pflanzgut. Kauft euch keine Discounterware. Das lohnt sich nicht. Also kauft euch lieber einen Baum für 150 Schweizer Franken, obwohl das vielleicht ganz viel Geld ist. Aber wenn ihr dann nach 10 Jahren so einen großen Baum habt und der trägt nicht gescheit, dann denkt ihr euch, hätte ich nur die 80 Steine mehr in die Hand genommen. Oder? Mhm. Toni Sutter in Deadfield zum Beispiel ist eine super. Toni mit I, glaube ich. Toni Sutter. Der Toni Sutter ist eine Baumschule und ein Gartencenter. Die Baumschule ist auch dort um die Ecke. Also einfach gescheite klassische Baumschulen, 70 Franken pro Baum oder so. Und dann kleinere Sachen, günstiger. Oder für Beerenpflanzen, also jetzt habt ihr die Einjährigen, ich überziehe gerade ein bisschen. Jetzt habt ihr die Einjährigen, oder? Die machen euch als erstes glücklich. Dann als nächstes kommen Erdbeeren oder Beeren allgemein. Erdbeeren, Johannisbeeren, Josterbeeren, Maibeeren und so weiter und so fort. Die kommen so nach 2 bis 3 Jahren in die Ernte. Und die werfen auch richtig gut ab. Also da hast du schon richtig Zeugs. Und dann langfristig hat man dann halt Kirschen, Äpfel, Feigen und so weiter und so fort. Und die sind dann noch weniger Arbeit. Während man jetzt den Salat ständig wieder neu säen muss oder so, hat man halt die vieljährigen Sachen dann konstant mit wenig Arbeit. Und es gibt da so eine Zeitachse, wenn ihr da irgendwie so einen Graph habt, so Menge und Zeit,
oder? Dann ist am Anfang der Aufwand ist hoch und geht dann runter und bleibt dann auf so einem tiefen, konstanten Maß. Und die Ernte ist mittelmäßig am Anfang und geht dann hoch und bleibt dann auf einem hohen, konstanten Maß. So funktioniert ein Permakultursystem. Während die normale Landwirtschaft am Anfang hoher Aufwand, dann wird es relativ niedrig und dann pendelt es sich auf einen recht hohen ein, während die Ernte irgendwo so zickzack macht. Ja. Genau. Einjährige Pflanzen kommen sofort. Dann haben wir Beeren und Zeugs, also beziehungsweise Einjährige, dann Stauden, dann Beeren und dann die Bäume. Und damit werdet ihr satt. Lindenbäume sind geil. Kann man die Blätter essen, ist ein großer Salatbaum. Noch jemand eine spezielle Frage zu Pflanzen? Gibt es Pflanzen, die man in einen Waldbaum kann setzen, also in ein Stück Land, wo Buchen kommen oder Tannen oder ja. Oder so. Ja. Kann man dort oder wenn du genug Licht hast, ja, kannst du das auch kombinieren. Oder kannst du zum Beispiel Kletterpflanzen setzen. Also kannst du jetzt in deine Waldbäume rein Wein und Kiwi und so reinpflanzen. Oder Akebia ist jetzt eine, die bei uns neu kommt. Ich weiß nicht, wie sie dann kommt. Akebia. Ja, also für alle, die experimentierfreudig sind, Akebia. Ach, punkto experimentierfreudig, ganz wichtig. So als wie soll ich sagen, Hobbygärtner oder so experimentierfreudiger Mensch hat man den Hang, Exotisches zu pflanzen und die einheimische Sache zu vergessen. Und das hat dann zur Folge, dass so exotische Sachen teilweise gut kommen und teilweise auch Ernte bringen, aber vielleicht nicht so viel. Und ihr dann verhungert vor lauter Exotik. Also eigentlich sollte man mindestens 60, besser 80% von allem, was man anpflanzt, sollte man Sachen nehmen, die sicher sind. Oder? Die sicher kommen und die sicher Ernte abwerfen und experimentieren mit 20%. Und wenn dann beim Experiment sich irgendwas als gut rausstellt, kann man das in die 80% reinbuchen. Wenn es sich als schlecht rausstellt, schmeißt man es raus und macht ein neues Experiment. Das ist ein Fehler, der gern gemacht wird, dass man zu viel experimentiert und zu wenig auf die sicheren Sachen geht. Eben Zwetschgenbäume. So geil. Jahr für Jahr Früchte. Kaum Krankheiten bei dem ganzen Pflaumenzeugs. Vermehren sich über Wurzelausläufe, die man ausgraben kann. Und. Also das sind super Pflanzen. So, und hier haben wir eine Ernte von David. Noch irgendwas? Wir hatten da, bevor ich vergesse, noch irgendwas zu sagen. Für den Balkon eben vor allem einjährige Sachen und so. Und vielleicht so, was du noch gut auf dem Balkon machen könntest, sind so Beerenpflanzen, kleinere. Oder auch Klettersachen sind am Balkon total nice, weil du sie am Balkon entlang ziehen kannst. Also die Bayern-Kiwi zum Beispiel ist sehr dankbar. Bayern oder Kiwi-Waiki, so eine kleine Kiwi, die man mit Schale essen kann. Mini-Kiwi, genau. Sehr dankbar. Und dann dein im Jura musst auschecken, was zu deiner. Also zum Beispiel lauf rum und red mit den Nachbarn. Oder schau durch die Gärten, hey, was wächst denn hier schon und so. Ich hoffe, ihr stört euch nicht an ein bisschen Erde an, du Essen, das kaufen das teuer in der Apotheke. Ich gebe es euch gratis mit dazu. Eppa. Das ist 3 Monate oder so. Geht schon. Ja, kann. Ja, ich wollte auch das Pilz probieren. Also braucht man keine Flugmangos mehr. Ja, doch noch, aber wir kommen näher. Ja, das muss im Herbst ausgraben, bevor es gefriert. Und dann kannst du Knolle extra machen und in Sand oder halt in einem Substrat lagern. Und die Wurzelknolle unten, also die Jungtriebe, wo es wieder austreiben kann,
die hebst du extra auf, das und das. Also da hängen unten noch die Wurzeln dran. Und die treiben dann effektiv neu aus und die kannst du auch teilen. Also kannst du jedes Jahr dann teilen. So wahrscheinlich jedes Jahr mehr und kannst wieder mit Freunden teilen. Gibt's da. Es hat was zwischen Melone, Gurke und Artischocke oder so. Luca, beschreib bitte für uns die Zuschauer, wie das ist. Das zu essen. Epa. Also wir essen hier Jakorn und es hat eine knackige, so einen knackigen Biss und ist sehr saftig. Es schmeckt fruchtig nach Melone, frisch, also süß wie eine Melone, frisch wie eine Gurke und so ein bisschen das Nussige von der Topinambur. Total wässrig. Ja, also sehr saftig, sehr saftig. Und es, je länger man es lagert, desto süßer wird es. Also frisch schmeckt es ja nicht so besonders. Also wäre eigentlich besser, wenn man es sich eine Weile lagert. Und dann willst du über den Winter halt, also nach einem Monat so, dann sind sie schon gut. Und sie sind für Diabetiker geeignet, der Zucker ist irgendwie so spezielles Zeugs. Und du sagst, die Teil, das was du da noch hast, ja, das kannst du jetzt in zwei Teilen und in den Boden stecken. Habe ich das auch verstanden? Das nicht, das ist zum Essen. Das, was man nicht essen kann, das planst du wieder. Ah. Ich nehme es jetzt nicht raus, aber. Ja, ich. Ne. Von dem Ast, von dem Ast, wo dem da an dem Ast hängt unten noch die Wurzel dran. Und die tust du wieder neu pflanzen. Und die pflanzt du neu. Sind es jetzt Pekonen? Also, man hat den Wurzelball. Und der Wurzelball kann man teilweise auseinandernehmen. Und so kriegt man mehrere Pflanzen. Und dann hat man halt relativ kleine Starter. Und dann wachsen die über den Sommer, machen auch wieder Knolle. Und wenn man es wieder rausnimmt, kann man es wieder teilen. Also das ist ein Knolle, aber du kannst ihn mehrere aufteilen? Ja, ja. Wurzelteilen. Und der hat dann keine Offenheit? Ja doch, aber die verheilt er. Die verheilt er. Die verheilt? Ja, ja. Also es geht bei noch recht vielen Pflanzen. Es gibt bei der Pflanzenvermehrung ganz viele verschiedene Arten. Samen, das kennt man eigentlich. Dann Ablegervermehrung, du nimmst einen Stock, also einen Ast und steckst ihn in die Erde. Das ist eine Art. Bei anderen Sachen nimmst du einen Ast und senkst ihn ab in die Erde und an der Stelle macht er Wurzeln. Andere Möglichkeit ist, du nimmst ein bisschen Moos oder halt ein Substrat, ein feuchtes, und machst an den Ast. Dann bildet er an der Stelle Wurzeln und dann kannst du ihn abschneiden und wieder pflanzen. Dann gibt es welche, die machen Wurzelausläufe. Also die machen eine Wurzel und treiben dann eine neue Pflanze aus der Wurzel. Dann kannst du die nehmen und verpflanzen. Dann Kartoffeln zum Beispiel vermehren sich über die Knollen. Geht zum Beispiel auch, gibt es einen coolen Klee, der heißt Oxalis Klee. Vieljährige Pflanze kann man die Wurzeln essen, über die Wurzeln verarbeiten. Und jetzt bei dem, der bildet halt so einen Wurzelstock. Oder? Und der tut wie Wurzelableger machen, aber halt immer direkt nebeneinander. Und die kann man auseinandernehmen. Geht auch bei fetter Henne zum Beispiel, geht bei, was macht man, Pekonie, glaube ich, ist die Pflanze. Es gibt da so ein Tier-Dingsbums, was alle Omas gut finden. Und das muss man auch im Herbst rausnehmen und im Frühjahr wieder reinpflanzen. Und das kann man auch die Wurzelknollen teilen. Genau. Mit was macht man es noch? Oder wenn man so ein Ziergras hat, der hat man dann auch irgendwann so einen Busch und den kann man zerschneiden und dann die einzelnen Teile wieder pflanzen. Oder so ein Bambus, denken wir das auch. Ich bin auch total dankbar eigentlich in der Natur, weil das Zeug wächst und wächst und wächst und man wird immer reicher. Also es ist nicht wie beim Geld auf der Bank, wo jemand anders arm wird durch das, dass man reich wird, sondern es werden einfach alle reich. Im Madagassischen sage ich immer, zieh Afrika, Misara Wula fa Afrika Misara Sakafu fana ona. Also man kann Geld nicht teilen, aber Essen kann man teilen. Und da frage ich immer, warum. Also dann nehme ich halt so Spaß einen Geldschein und reiße ihn in der Mitte durch und da sind immer alle erschreckt. Aber wenn ich eine Banane nehme und ihn in der Mitte durchschneide, finden alle lässig. Aber warum kann man jetzt halt Essen teilen und Geld nicht? Das manche gemacht ist. Ja, in gewisser Weise. Also Geld kann man nicht pflanzen.
Also ich habe es schon probiert, aber es ist einfach nicht gewachsen, das Zeug. Ich hatte immer gedacht, wenn ich einen 10er pflanze, kommt dann ein 1000er raus, aber das hat nicht funktioniert. Ja, vielleicht. Nach Mibi, ist das nur verletzt, wo nach Mibi extra mit Geld eingeflogen ist zu uns in die Training und in den Mangel dafür? Weil die Natur kennt das nicht. Und die grösste, physischste Verletzung, die du an einem gesunden Menschenstand hast, wo auch immer, ist, du führst Mangel. Ja. Indem du trennst und sagst, Gott ist nicht mit der Pflanze, sondern Gott ist in dem Haus davon und bringt dir Geld mit und fang an zu arbeiten für mich, heisst eigentlich. Und nachher traut deinen Sinn nicht und dann traut deinen Bruder nicht und dann kauft deinen Bruder nicht. Und, ja, traut alle nicht und du bist eh nichts. Und du trennst auf allen möglichen Ebenen. Geld ist da ein ganz grosser maßgeblicher Faktor, der den Mangel einführt. Und du kannst Geld entwerten über Nacht in der Bank. Mach das mal mit 3 Tomaten, die sind morgen 5. Oder sie fühlen. Ja. Aber dann kannst du immer das Zömmli rausnehmen. Ja. Und das mal zu durchschauen und dann in der Achtsamkeit sich aus dem Geldsystem zurückziehen, das ist das, was ich sehe. Ja. Ja, voll cool. Kann man auf dem Balkon pflanzen, einen grossen Topf? Sicher, ja. Also auch für Pflanzenbestelle schaut einfach im Internet. Also gerade im deutschsprachigen Raum gibt es ziemlich viel. Also im Deutschland. Dea Flora. Aber Dea Flora, müsst gucken, vielleicht haben sie es wieder drin, wo ich das letzte Mal geschaut habe, war Jakon draußen. Ja. Gab es sie nicht mehr. So, jetzt gucken wir gerade noch schnell ein kleines Video, dann schauen wir den Garten von David an und dann entlasse ich euch. Haben wir zwar überzogen, aber gut, so ist das halt. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung, weil ich bin, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, in Madagaskar und bin da dabei, die Urwälder zu schützen und dabei noch auszusehen, als kleiner Kollateralschaden die Menschen aus der Armut zu holen. Und ich fände es voll lieb, wenn ihr mich bei meinem Guerilla-Marketing unterstützt, weil ich habe beschlossen, kein Geld im Marketing zu stecken. Das heißt, wir sind von der Crowd abhängig, ihr dürft da gerne auch noch mitnehmen. Und es hilft uns extrem, wenn Leute monatlich Kohle überweisen. Also auch wenn es nur ein 10er im Monat ist oder so. Mit 60 tut man einen Farmer unterstützen, aber auch wenn es nur ein 10er ist oder zum Beispiel sagt, komm in der Family, wir legen alle zusammen, das habe ich jetzt so einen Fall, da ist irgendwie Bruder, Schwester, Mama, jeder legt 20 Franken im Monat hin und dann gibt es eine Farm. Wäre super cool, weil ja, wir brauchen Unterstützung. Wäre lässig. Auch auf der Webseite seht ihr, worum es geht und so, ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich lasse den laufen. Dann kannst du ausschalten, dann kannst du dann einblenden oder. Machst du Schluss? Ja. Sag mal noch kurz, hast du mir kurz das Internet? Ah ja, danke. Ja, schön wart ihr dabei. Ich hoffe, ihr habt ein paar Details mitbekommen, wie man in Zentraleuropa Gärten bauen kann. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck geben, wie wir von Paradies in unsere heutige Welt gekommen sind und wie wir auf eine neue Art wieder zurückkommen können in einen Ort der Fülle. Ein Ort, wo Menschen sich wieder begegnen können. Ein Ort, wo wir Frieden haben. Ein Ort, wo es keine Arbeit mehr gibt. Genau. Und ich glaube, dafür ist die Ökologie und der Gartenbau und die Permakultur eine super Grundlage. Denn wenn wir in materieller Fülle leben, fällt es uns vielleicht auch leichter, wieder besser aufeinander zuzugehen als Menschen. Genau. Voilà. Und hey, der Schnee ist bald weg und dann fängt die Gärtnersaison an. Deswegen sollten wir jetzt nicht zu viel reden. Asafa Zikabari, Schaufel in die Hand und los geht's.